So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollten mal wieder ein paar Eier brüten. Das habe ich nämlich die ganze letzte Zeit gemacht und einfach kein Video davon gemacht. Und ich dachte, okay, jetzt liegt Schnee, die Babys sind immer noch drin, die Shinies sind noch drin und die neuen Pokémon sind drin. Und deswegen wollen wir mal wieder ein paar 7er Eier aufmachen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt 8 Stück hier reinpresse oder 16, je nachdem. Aber wir schauen mal, was da drin ist. Ein bisschen Ton an. Sternstück läuft natürlich auch. Und wir haben ein Isso. Da haben wir ja letztens ein 100%iges gebrütet. Und wir schauen natürlich hier auch wieder mal kurz durch. Kann es mit allen aufnehmen. KP 15. So. Wir haben jetzt aber gar nicht auf die Bonbons geachtet, weil momentan ja noch das Event aktiv ist, dass ihr da also mehr Bonbons kriegt und mehr Sternenstaub. Und 27 Bonbons, 3000 Staub bei dem Togepi. Kannst mit allen aufnehmen, Angriff wirklich hoch. Das kann theoretisch auch gleich in Shredder, denn da habe ich ja schon mein 100%iges und mein Shiny habe ich auch. Und nochmal ein Isso, also das kommt irgendwie mit Azurill am häufigsten aus den 7ern. 21 Bonbons, kannst mit allen aufnehmen, Angriff. Auch nur wirklich hoch, also auch schlecht, aber ich hebe die natürlich alle auf, weil ich immer noch ein Glücks-Isso brauche, in der Hoffnung, dass das einer, also dass mir einer da was tauschen kann. Die meisten haben ja gar keine Babys oder brüten keine 7er. 21 Bonbons auch bei diesem Kusilla. Kannst mir dann aufnehmen, Angriff, KP oder so, keine Ahnung. Bester Satz, also ich komme selber gar nicht mehr mit dem Lesen mit, wenn ich dazwischen rede und unterbreche mich. Aber auf jeden Fall kein Wunder da. Und ein Alola Kleinstein mit auch 21 Bonbons. Wirklich stark. Gleich nur zwei das Satz. Also uninteressant. Wir haben natürlich nicht das Glück wie Bob und kriegen gleich mal einen 100er als Lucky. Noch ein Pichu jetzt natürlich wieder ohne Weihnachtsmütze. Leider kein Shiny. Oh, 4000 Staub und 36 Bonbons. Das knallt rein. Verteidigung 15. Bester Satz. Das kann schon was. Und seht ihr die schöne Landschaft hinter mir? Die habe ich extra ausgewählt für das Video. Und da ist das Azurill. Leider nicht in Shiny. Aber 3800 Staub, 34 Bonbons, bester Satz, KP 15. Schon über 1200 Bonbons. Bruder muss zum Friseur. Bart kratzt. Und ein Alola Mauzi natürlich noch. Mit 4400. Also der Staub wird plötzlich immer mehr. Bester Satz, KP 15. Haben wir noch eins? Nein, haben wir nicht. 4000 EP noch dazu. Das Sternstück wird auch noch 18 Minuten. Und ja, wir melden uns dann zurück, wenn wir wieder 8 Stück aufmachen. Dann schneide ich das einfach wieder zusammen. Für zwischendurch, bei dem schönen Wetter natürlich. Vielleicht habe ich beim nächsten Mal ja auch keinen Bart mehr. Mal sehen. Schreibt es mal in die Kommentare. Soll der Bart ab oder nicht? Nee, Spaß. Aber schreibt mal rein, ob ihr schon einen Shiny Azurill habt. Oder ein, ja, Shiny Elekid, Shiny Magby, Shiny, keine Ahnung, irgendwas anderes. Bis dahin, bis gleich, sage ich mal. So, da sind wir wieder zurück und die nächsten Eier gehen auf, die nächsten 8 Stück, glaube ich. Und da ist der dicke Iswo natürlich noch am Start. Hallo. Hat er gesagt, ne, das war gar nicht ich. Und da hinten ist die Burg, sieht man die, zack, in Schleusing, wer es erkennt. Und wir schauen jetzt mal die nächsten 8 Eier. Sternstück haben wir jetzt leider nicht an. Wir waren nämlich gerade noch unterwegs, mitten in der Fahrt. Plötzlich geht das Zeug auf. Ein Slimer. 37 Bonbons, 2700 Staub. Bester Satz, KP, ach Verteidigung meine ich, wirklich hoch. Und wir schauen mal weiter. Wir wollen uns nämlich auch gleich mit Marco treffen. Der wollte uns wieder die Meltan-Boxen rüber switchen. Und der ist so, macht einfach Fotos. Ein Pichu, 2,5 Staub, 34 Bonbons und nur 2 das Satz. Jetzt steht er auch noch hinter mir und macht hinten Fotos. Ja, ein Ramses hat 2 Seiten. Und das nächste Ei geht auf. Ein Pi, ach, ein Fluffeluff, nee, was denn? Ein Fluffeluff, genau. Ich hasse die, Mann. Ich habe die schon so oft. Und was brauche ich denn? Pi brauche ich noch als Lucky. Und das nicht. Das habe ich schon. Jetzt habe ich den Satz gar nicht gesehen. Leider nur 2 der Satz. Rest habe ich auch nicht gesehen. Aber Bewertungen werden natürlich wieder eingeblendet für euch. Da ist jetzt das Pi, genau. Und da hoffe ich, dass da noch ein paar Leute Pi haben zum Tauschen. 39 Bonbons. Bester Satz, KP, Angriff, beides auf 15. Wunderbar.
weil ich noch ein Lucky Pie brauche. Der Dirk haut auch gerade ab. Und ein Elekid. Leider kein Shiny. Das fehlt uns auch noch. 32 Bonbons. Bessersatz, Verteidigung 15. Wenn wir da noch mal ein gutes hätten, würde ich wahrscheinlich auch noch mal ein Ele Voltec machen. Mit 15 Angriff, egal was es hat, einfach entwickeln, vielleicht auch für die Ligen. Und noch mal ein Togge Pi, wo wir auch schon ein 100er haben. Und ein Lucky, auch nur 23 Bonbons, auch nur 2er Satz, auch nur 1700 Staub. Also nicht so krass, obwohl viel natürlich trotzdem die Entwicklung von Togge Pi noch fehlt. Und wieder ein Fluffeluff mit Katzensmiley, Mund, wenn man das so betrachtet. 25 Bonbons, bester Satz, Verteidigung wirklich hoch. Das müsste jetzt das letzte Ei sein und es fängt schon wieder an zu regnen, zu schneien. Und ein Alola Vulpix, wie damals bei den Kontinentalen, wo immer nur die Alola-Sachen rausgekommen sind. 37 Bonbons, bester Satz, KP, Verteidigung wirklich hoch. Das war's, ihr seht es wieder, 4000 Erfahrungspunkte. Leider kein neues Baby dabei und auch kein Shiny dabei. Aber die nächste Folge Eierbrüten kommt bestimmt. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Euer Ramses, yeah. Euer Iswo.